Mesdames et Messieurs, schauen Sie sich diese Wände an. Mächtig, gewiss. Sie werden einwenden, dass das unmöglich Fachwerk sein kann. Ist es ja auch gar nicht. Tatsächlich wähnte ich mich, eine richtige Burg mein eigen nennen zu dürfen. Ein Gemäuer aus Bruchsteinen oder vielmehr einen Wohnturm mit rechteckigem Grundriss und einem gewaltigen Ziehbrunnen in dessen Mitte. So ein Wohnturm soll in der Zeit unserer Vorväter ein durchaus übliches Bauwerk gewesen sein. Aber auch der Keller und der sorgfältig gefügte Steinboden aus Siebengebirgstrachit in der Küche machten mich glauben, das Haus möge viel älter sein, vielleicht sogar aus der Zeit um 1500. Doch waren die Gründe für dessen Zerstörung gar schrecklich. Mein schönes Vielich wurde ein ums andere Mal von Kriegsleuten heimgesucht. Da war 1588 der Kölnisch-Truchsessische Krieg oder 1689 der Pfälzische Erbfolgekrieg. Nur die schweren Mauern des Wohnturms vermochte der Kriegssturm nicht umzuwerfen. Das neue Fachwerk setzte ein begabter Baumeister um 1700 oder 1720 auf die alten Fundamente. Desgleich aber nicht akkurat, sondern um ein kleines Maß verschoben. Dazu Anbauten, Schuppen und Schober für eine Landwirtschaft, was sie heute eine vierflügelige landwirtschaftliche Hofanlage nennen. Auf der Hofseite lagen im rechten Flügel ein Wasch- und Backhaus, dann der Kuh- und der Pferdestall. Dem Haus gegenüber befanden sich der Schweinestall, Schuppen und Stallungen. Auf der linken, nördlichen Seite wurde mein Hof von einer großen Scheune begrenzt. Zur Straße stand ein leichter Torbau. Im Hof stand ein respektabler Misthaufen und just dieser und die Gülle meines Viehs sollten meinem schönen Hause zum Verhängnis werden. Die tosenden Wasser, wohl mehr als 14 Meter messend, stürzeten von Geißler her in meinen Hof, schwemmten den Mist und die Gülle in den großen Brunnen, wodurch dieser in Gänze vergiftet wurde. Wohl an die 2 Meter hoch müssen die Wässer im Haus gestanden haben. Als sie sich verzogen, haben wir den unbrauchbaren Brunnen mit Steinen und Geröll zugeworfen. Um 1797 vermochte ich vermögens der Heirat meines zweiten Weibes, die Schäden am Hause zu beheben und es zu vergrößern. Den 3 Achsen meines Hauses fügte ich südlich als 4. das erwähnte Bruchsteingemäuer an, welches im Fachwerk um 1 Stock erhöht wurde. Zur Straße ließ ich alles im Ockerfarbtone ganz im Stile der Amtshäuser Bonns verputzen. Hier könnte die Geschichte meines Hauses zu einem Ende gelangen, doch was nach meinem Tode 1825 geschah, kann ich leider nicht berichten. Nur so viel. Um 1960 wurden die Schuppen und Schober der Landwirtschaft abgetragen und von 1972 bis 1989 stand das Haus unbewohnt dem Verfalle preisgegeben. 1982 erklärte man mein Bürgermeisterhaus endlich zum Denkmal, doch erst 1989 wurde es umfänglich restauriert. Leider verlor das Anwesen 1/2 an Fläche und dort, wo die Landwirtschaft stand, wurde gebaut. In meinem Hause wohnten wieder Leute. Ich mag gar nicht sagen, was für welche, doch jedenfalls solche ohne Geschmack. Dann kamen 2007 endlich diejenigen aus dem Denkmal- und Geschichtsverein mit Geschmack und Verstand und machten aus meinem schönen Hause ein Museum, eine museale Erinnerungsstätte.